finde Alva. Leicht gesagt, wenn man die Prüfung schon hat. Alles klar, dann machen wir das. Die Frage ist gerade, ist das der richtige Weg? Okay. Oh, Hilfe. Okay. Dann geh das auf zu den Quen. Endlich. Ach so, Maschinenrennen. Nee, das will ich jetzt nicht machen. Du bist wirklich gekommen, ja? Moin. Halt. Hummer, Krabbe. Hummer, Krabbe. Oh nee, der fliegt weg. Da bin ich ja gespannt. Ich dachte, wir kommen jetzt mit dem Floß darüber, aber das... Na gut, wir haben noch keine Bauanleitung dafür, ne? Palmen. Okay, Zeit übers Wasser zu fahren und Landfall zu suchen. Und Alva. Ah, nein, ich gehe da nicht hin. Ich weiß genau, was das ist. Da gehe ich noch nicht hin. Hier. Seltsam. Tja. Nichts hindert mich daran, ein Boot zu nehmen. Entdeckt Boot zur Insel. Ah! Nein, jetzt kommt das auch noch her. Das ist dieser Schlachtrücken, oder? Neugierig bin ich ja schon, ne? Bleib doch hier. Ich will dich scannen. Schlachtrücken-Areal tatsächlich. Die Maschine stört sich nicht an Säure. Aber Frost. Ei. Gucken wir uns dieses tolle Vieh mal an. Eine eindrucksvolle und tödliche Kampfmaschine. Wenn ihr Plasmalader aufgeladen ist, werden ihre Angriffe mit Plasma verstärkt und können vernichtende Spezialfähigkeiten entfesseln. Kappa-Überbrückung. Ich will mich jetzt an dem Vieh mal versuchen. Ob ich das schon... Oh, wir sind Stufe 50. Eigentlich müssten wir das können. Ja, dir gefällt das nicht, ne? Ich weiß, dir gefällt das nicht. Ganz und gar nicht. Aber sehr imposantes Vieh, ne? Nein, du lädst hier nichts auf. Hör auf. Nein, lass es. Lass es bleiben. Neue Riesenmaschine bewältigt. Yeah! Wow, 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 wow. So, jetzt habe ich mehr Selbstbewusstsein. Jetzt können wir mit dem Boot fahren. Alter, ich habe einen Sockenschuss. So. Boot fahren, ja. Yeah.
Na dann. Seite bewacht auch niemand die Fähre. Wo sind die Quen? In Landfall vermutlich. Dann mal auf die Suche. Es sollte im Nordosten sein. Oder tot? Überfallen von den Tenak-Rebellen? Ich will ja jetzt nicht ins Blaue raten, aber ich vermute, die haben ein böses Ende genommen. Ich werde mal kurz manuell speichern. Okay. Feuerkrallenschreiter. Über Brücken Krallenschreiter zu reiten, ist bestimmt spannend. Sag mal, gibt es unterschiedliche Elementmaschinen noch, also Untergruppen von diesen Maschinen? Säure, Frost, hier jetzt Feuer. Oh Mann! Halt die Klappe. Schien erledigt, weiter geht's. Und das war jetzt San Francisco? Tja, das sind also die Ruinen von San Francisco. Danke. Eine ganze Stadt aus zerfallenden Türmen. Und irgendwo hier verschüttet liegt Themen. Ich hoffe, Alva und die Quen helfen mir, es zu finden. Wow. Ist ja schön einfach. Hey, schön. We're going to
San Francisco. Das ist einfach nur krass. Ich bin gerade sprachlos ein bisschen. Diese Geräusche machen mich nervös, die hier aus den Hecken kommen. Hier sind sehr viele Lagerfeuer. Schweinchen! Da ist ein Lagerfeuer. Das ist eine alte Ruine wahrscheinlich, wa? Noch eine von diesen Drohnen. Ich muss irgendwie an sie rankommen, um an die Daten zu kommen. Eine Drohne, na klar, die nehmen wir mit. Große. Da. Wo fliegt sie hin? Da fliegt sie. Erstmal hier das Hochhaus hochkrabbeln. Warum denn? Immer wieder. Auf mit dir, los. Auf mit dir. Warum kannst du nicht einfach... Du bist so unfähig. Mann! Wieso kannst du denn nicht einfach... Ich könnte wo raufklettern, um auf die Drohne zu springen. Ach nee. So, jetzt. Jetzt wird Schuh draus. Wo kommt sie denn lang? Kommt sie hier lang, oder? Oder müssen wir hier hoch? Ah, jetzt. Jetzt aber. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schnell weiter. Muss sie irgendwo hinkommen, ne? Ah, okay, da oben. Alles klar. Auf mit dir. Hier können wir sie packen. Alter, das ist so imposant. Jetzt mit. Wir brauchen deine Daten. Die Drohne ist unten. Ich sollte mir die Daten holen. Ha, 8 von 10. Sehr schön. Okay. Come on.
Wir landen ja weich im feinen Sand. Ich finde die Pelikane so cool. Hä, wo? Das sieht mir sehr nach Siedlung aus hier. Die Quen haben das Gebiet um dieses Gebäude anscheinend abgeriegelt. Aber wieso? Oh, das ist die Golden Gate Bridge. Ich habe die Golden Gate Bridge gefunden. Oh Gott, wir sind ja ganz weit entfernt immer noch. Verdammt. Die Wahrsagerin hat nicht gelogen. Sie sieht sehr friedlich aus. Ahnen! Du darfst vortreten! Das hier ist Landfall, richtig? Ich suche nach Alva. Aufseher Bohai hat uns angewiesen, dich vorzulassen. Solltest du kommen, bitte, komm mit mir. Los, sag ihm, dass wir kommen. Sie ist es! Die Wahrsagerin hatte recht. Aufseher Bohai! Eine Fremde ist gerade durch das Tor gekommen. Ich wusste, Alva würde nicht lügen. Du siehst aus wie Sobek. Ist Alva hier? Ich muss mit ihr reden. Ich werde deine Bitte überdenken, wenn klar ist, was du bist. Eine lebende Ahnin, wie Alva es glaubt, oder eine Gefahr lauernd in solch Gestalt. Ich bin keine Gefahr, okay? Damals auf dem Festland schossen eure Soldaten ohne Warnung auf mich. Das sagst du, Ungläubige. Keiner, der dabei war, hat überlebt und kann es bezeugen. Ich zögerte bei eurer Truppe, als... Und das ist unser ehrenwerter CEO. Also, hier ist sie. Unser großes Rätsel. Na, Bohai, was hast du geweissagt? Was ist sie? Ein wirkliches Rätsel, mein CEO. Wie kann sie als Sobek erscheinen und nichts von uns wissen? Sollen wir glauben, dass eine lebende Ahnin in dieses elende Land geboren wurde? Einen Ozean entfernt vom Reich der Auserwählten? Und wenn ja, dann wofür? Ich kann nicht antworten. Nur sie kann das. Aber ich warne dich, Lügen werden uns nicht reichen. Nun, sprich. Warum bist du hier? Was sind deine Absichten? Ich suche nach einem Ort namens Theben. Und wonach suchst du dort? Alva hat mir angedeutet, wonach du suchst. Ich glaube, man könnte sagen, ich will dasselbe wie ihr. Ein Weg finden, die Welt zu heilen. Ganz wie erwartet. Sag's ihr. Wir haben Theben, die Ruhestätte von Ted Farrows Geheimnissen, gefunden.
Es ist nicht weit. Doch der Weg ist uns verschlossen. Maschinenangriffe haben uns von dem Ort abgeschnitten. Die Wahrsagerin Alva ist dort, zusammen mit einigen Bergleuten und Soldaten. Geht es ihr gut? Unsere Späher berichten, dass eine Maschine unsere Leute festgesetzt hat. Hinter ihren Linien, aber sie halten sich dort. Maschinen, ja? Dabei kann ich helfen. Alva sagte uns, dass du wirklich beachtlich bist. Aber zuerst habe ich ein paar Fragen. Wir beantworten, was wir können. Na dann, jetzt geht's los, wa? Also, erstattet Alva dir Bericht? Ich wurde von meinen Kollegen im Rat der Aufseher beauftragt, die Datenbeschaffung auf dieser Expedition zu beaufsichtigen. Ja. Und du leitest die Expedition? Er macht viel mehr als das. Du sprichst hier mit dem Cousin des Kaisers, der Quen. Dem Erben der Lande des großen Deltas, dem ersten CEO seit 5 Generationen. Sie muss nur verstehen, dass ich hier das Sagen habe. Und dass ich vorhabe, die Geheimnisse von Theben zu enthüllen. Ich auch. Wir haben Glück. Ihr habt Theben gefunden. Wie? Die Ahnen zeigten es uns nicht lange, nachdem wir Landfall schufen. Vor fast einem Jahr. Wegen ein paar alter Daten, die Alva gefunden hat und die ich verifiziert habe. Sie enthielten Details zum Bau eines riesigen, unterirdischen Palastes. Und wo genau? In der Nähe. Hinter den Ruinen unter der großen Pyramide. Typisch. Ted fand Pyramiden toll. Warst du schon mal drin? Ah, nein. Das ist ein Problem, eins von vielen. Und mit der Zeit werden wir sie alle lösen. Erst müssen wir nur zur Ausgrabungsstätte zurückkehren. Ich hoffe, du kommst so gut mit Maschinen zurecht, wie Wahrsagerin Alva behauptet. Ja. Wonach genau sucht ihr eigentlich in Theben? Ich dachte, Alva hätte die benötigten Daten besorgt. Wir haben viel riskiert, um den Ozean zu überqueren. Deshalb müssen wir jede mögliche Verbindung zum Vermächtnis finden, solange wir hier sind. Besonders eine so wichtige wie Theben. Wir werden auf keinen Fall zurückkehren, bis wir alle seine Geheimnisse kennen. Ihr seid in diesen Schiffen über das Meer gekommen? War sicher nicht einfach. Größe ist nie einfach. Genau. Es dauerte 7 Jahre, die Flotte zu bauen. Diese Expedition ist das wichtigste Unterfangen unserer Generation. Ein Streben nach. Wissen, das das Meer umfasst und bei dem nicht weniger als das Schicksal unseres Stammes auf dem Spiel steht. Das wäre alles nicht möglich gewesen ohne den Willen des CEO. Die Reise war aufreibend. Und die Wildnis hier ist noch schlimmer. Unsere Matrosen und Soldaten haben sehr gelitten. Das weiß ich. Doch alles für den Ruhm der Quen. Gut zu wissen. Welche Maschine hat eure Leute bei Theben in die Enge getrieben? Ein Donnerkiefer. Wir haben mit ihm zu tun gehabt, aber dieser hier ist... Hartnäckiger, stärker und trägt schwarze Rüstung? Ja. Woher weißt du das? Ist doch egal. Wird nicht einfach, aber ich nehme ihn mir vor. Dann ist uns das Schicksal so gewogen, wie ich es wusste. Eine lebende Ahnin wandelt jetzt unter uns. Und sie wird mir helfen, die Geheimnisse von Theben zu enthüllen. Stocke hier, falls nötig, wieder auf. Dann auf nach Theben, am Fuße der Pyramide in den Ruinen. Wir kommen nach, wenn unsere Wächter sagen, dass der Weg frei ist. Alles klar. Landfrei des Vermächtnisses. Ich muss mich gegen den Wind wappnen. Das heißt, ich muss an der Werkbank irgendwas herstellen wahrscheinlich, ne? Es stimmt. Also. Hi. Eine lebende Ahnen wandelt unter uns.
Bitte, sprich mit mir. Ich habe es erst nicht geglaubt. Du bist wahrlich eine wiedergeborene Ahnen. Wenn das mal kein gutes Omen ist. Ich bin eine Späherin der Expedition. Ich werde mein Wissen über dieses komische Land mit ihr teilen. Das ist meine Pflicht. Den Ahnen gegenüber. Dann sollte ich dir sagen... Meine Kollegen haben westlich von hier alte Ruinen gefunden. Drinnen wollen sie ein Relikt der Ahnen gesehen haben. Konnten es aber nicht erreichen. Vielleicht kann eine lebende Ahnen tun, was andere nicht vermochten. Vielleicht, wenn ich mal in der Gegend bin. Neue Reliktruine, das habe ich mir schon gedacht. Bin ich so cool hier, ey. Es ist so schön. Ich erkundschafte noch mal ganz kurz den Ort hier. Und dann würde ich sagen, machen wir erstmal einen kurzen Cut für heute. Die Frage ist, wie kommen wir jetzt auf dieses Drachenschiff hier, auf dieses... Da. Das ist so cool. Guck mal, hier haben wir wieder einen Datenpunkt. Okay, auf zur großen Pyramide und zum Donnerkiefer. Aber Eloy hat ja schon Erfahrung mit Donnerkiefern. Einmal diesem Heiler da, diesem gierigen, geldgeilen Heiler, wo wir Donnerkieferherz besorgen mussten, damit er das kleine Mädchen da heilt in Sonnenfall. Und dann auch noch, wie hieß der andere? Rotschlund. Rotschlund, genau. Der gefürchtete Donnerkiefer, den haben wir auch gezogen. Mit Talana zusammen. Da ist ein Näher. Ich wollte gerne mal zum Näher. Da hinten. Was hat er denn so Schönes hier auf Lager? Der hat bestimmt wieder schon neue Outfits hier. Otaro Grabesängerin. Osaram Gardistin. Kaja-Händler. Ui, nehme ich. Deine Wahl erfüllt mich mit Demut. Schick. Aber vielleicht können wir das noch färben. Mal gucken. Ein Koch, alles klar. Bitte, komm und iss. Da ist eine Werkbank. Rechtzeitig Schluss. Waffen-Upgrades hier, guck mal. Können wir wieder loslegen. Bisschen Upgrades machen, sehr schön. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr schön. Zwei leere Plätze, dann lass uns die mal gleich ausrüsten. Haha. Dann hat die ordentlich Wumms. Obwohl, die kann natürlich auch ordentlich Wumms haben, ne? Grenzstolperfalle, Wächterstolperfalle. Ausrüsten. Machen wir erstmal das. So. Und. Ich würde sagen, das machen wir aber alles erst, wenn ich mich ein bisschen aufgehübscht habe. Ein bisschen vielleicht mich von den Waffen verbessert habe her und dann. Geht's dahin? Dann machen wir den Donnerkiefer fertig, wa? Begib dich nach Theben. Puh, ja.
sehr, sehr viel. Sehr viel noch zu tun hier, aber ich bin gewillt, das alles noch zu machen. Okay, meine Lieben. An der Stelle, vor diesem schönen Schiff, dieser schönen Location. Wieder einmal. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht zuzusehen und lasst gerne wieder einen Kommentar da, gerne wieder ein Däumchen da. Ich freue mich und dann sehen wir uns das nächste Mal in Themen. Ciao!